Damit ziehen die Turiner drei Spieltage vor Saisonende in der Serie A mit 4 Punkten Vorsprung davon. Punkt, 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 Punkt. Juventus hat die vergangenen 6 Meisterschaften gewonnen, Neapel holte den Scudetto zuletzt 1990 mit Diego Maradona. Punkt, 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 Punkt. Für die Turiner sah es mit Weltmeister Sami Khedira in der Startelf zunächst nach einem wenig aufregenden Sieg im Derby d'Italia aus. Punkt, 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 Punkt. Video: Napoli-Coach zeigt Juve-Fans den Mittelfinger. Der frühere Bayern-Profi Douglas Costa, 12., brachte die Gäste in Führung. 3 Minuten später sah Inters Matthias Vecino nach einem brutalen Foul an Mario Mandzukic die rote Karte. Punkt, 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 Punkt. Inter jedoch kämpfte. Mauro Icardi, 52., brachte die Mailänder zurück ins Spiel, dann unterlief Juves Andrea Barzagli ein Eigentor, 65. Punkt, 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 Punkt. Juan Cuadrado, 87. und Gonzalo Higuain, 89. drehten das Spiel jedoch erneut. Punkt, 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 Punkt. Turin liegt damit trotz des 0:1 im Spitzenspiel vor einer Woche wieder recht komfortabel vorne, 88:84 Punkte. Punkt, 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 Punkt. Dreierpack von Simeone gegen Neapel. Neapel kassierte in Florenz nach einer frühen roten Karte gegen Kalidou Koulibaly 8. einen Dreierpack von Giovanni Simeone, 34., 62., 90. 4. Punkt, 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 Punkt. Zuvor hatte sich AS Rom für das Halbfinalrückspiel in der Champions League gegen den FC Liverpool warm geschossen. Punkt, 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 Punkt. Die Tage vor der Partie im Stadio Olimpico, Mittwoch, 20:45 Uhr, in der Rom gegen die Reds einen 2:5 Rückstand aufholen muss, setzten sich die Giallorossi gegen Chievo Verona 4:1, 2:0 durch. Punkt, 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 Punkt. Punkt, Punkt, Punkt. Dabei mussten die Römer nach einer roten Karte gegen Juan Jesus, 56. in Unterzahl spielen. Torwart Alisson hielt nach der Notbremse den fälligen Elfmeter. Punkt, 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 Punkt. Die Treffer für Rom erzielten Patrick Schick, 9., Torjäger Edin Dzeko, 40., 67. und Stefan El-Sharawi, 65. Punkt, 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 Punkt. Roberto Inglés, 88. gelang nur noch der Ehrentreffer für Verona. Punkt, 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 Punkt. Punkt, 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 Punkt. Das abstiegsbedrohte Chievo entließ am Sonntag Trainer Rolando Maran und setzt bei der Mission Klassenerhalt auf den hauseigenen Juniorentrainer Lorenzo Danna. Punkt, 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 Punkt. Video: Der Real Juve Wahnsinn im Spielfilm, eine Schlussphase wie ein Thriller. Punkt, Punkt. Punkt, 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 Punkt.